Ja, wie schon mehrfach angedeutet, haben wir noch einen ganzen Wulst, einen ganzen Berg an Kundenfragen, die wir wirklich auch gewollt sind abzuarbeiten, so schnell das eben geht. Und die heutige kommt von Andreas und es ist auch eine sehr interessante und eine häufig gestellte Frage, die da lautet: Hallo Herr Kammerer, macht es einen Unterschied auf die Endgröße, die ein Fisch rein genetisch erreichen kann? Könnte aus, ob der Koi unter wachstumsoptimierten Bedingungen warmes Wasser sehr viel Futter gehalten wird oder ob man nicht die maximal mögliche Menge an Futter gibt und das Wasser nicht heizt und den Fisch eben langsamer wachsen lässt. Erreicht der weniger gefütterte Fisch die gleiche Endgröße wie der Fisch unter viel Futter, eben nur 3 Jahre später? Gruß Andreas. Lieber Andreas, das ist eine interessante Frage und die hat eigentlich mehrere Antworten. Übrigens hat letzt einer, das war Ralf. Hallo Ralf, ich kenne dich gut. Er hat gesagt, du Martin, stehst hier vor der Kamera, laberst total selbstsicher, aber fängst dich dann immer zu kratzen an. Ich kann Ihnen sagen, das ist sondern das ist einfach, mich fängt es da komischerweise das Jucken an, wenn ich lese. Keine Ahnung, woher das kommt. So, also Andreas, das ist ein ganz einfaches Spiel. Ja, der Fisch kann trotzdem, dass er jetzt ein paar Jahre schlechter gefüttert wird, am Ende noch die gleiche Endgröße erreichen, wie wenn er von Anfang an unter, wie Sie sagen, wachstumsoptimierten Bedingungen gehalten worden wäre. Sprich, so wie wir in Japan die Aufzucht machen im ersten Jahr, Jumbo Tosai um die 40 cm, dann Naturteich 50 bis 60 cm, vielleicht auch ein bisschen drüber, je nach Varietät, dann geht die Reise auf 70, auf 75, auf 80. Also so wie wir die Fische halten, ein gut wachsender Koi erreicht er in 5 Jahren 80 cm und wenn es die Genetik zulässt, in den darauffolgenden Jahren in Schritten von 3 bis 4 cm, dann auch die 85, die 90 oder größer. Würden wir den Fisch, den wir im ersten Jahr top gefördert haben, oder wir wissen es aus den Zeiten, wo wir noch keine Jumbo Tosai produziert haben, hält man den Fisch im ersten Jahr nur auf 20 cm und in Folge dann entsprechend trotzdem unter guten Bedingungen, dann würde er das Gleiche, die 80 cm, erreicht er dann mit 6 Jahren. Schauen Sie mal in der letzten Herbst die Berichterstattung von den Naturteichen in Japan, die Fische, die später geboren wurden, die kalt überwintert wurden, die im Winter nicht so groß gezogen wurden, das war der Naturteich Kyonotsushita. Da waren das Ergebnis waren Fische mit 45 bis 50 cm. Das war kein enttäuschendes Ergebnis, da die Fische mit 20 bis 24 cm in den Naturteich reingekommen sind und dann entsprechend schneller gewachsen sind. So, das sind Beispiele aus Japan, die kennen wir zuhauf. Konishi findet auch immer mal wieder bei sich im Shop einen Karashi-Goi oder einen Shusui, der erst in der Standardqualität gelandet ist, dann mit unter 1-2 Jahren dort schwimmt, ohne dass er wächst. Und dann findet er ihn toll, wirft ihn in den Naturteich, meistens ist es der Naturteich Kawado oder Mibu, und plötzlich entwickelt sich der Fisch hervorragend. Und da kann es sogar sein, dass wenn 2-3 Jahre ins Land gehen, dass diese Fische ihre gleichaltrigen Geschwister irgendwann einholen, weil die ja später irgendwann mal dieses langsamere Wachstum, wie gerade beschrieben haben, und die anderen kommen dann von hinten und holen wieder auf. Das ist also durchaus möglich. So, anders sieht es aber aus, wenn Sie die Fische so halten, wie sie in Deutschland in der Regel gehalten werden. Und das heißt Sommertemperaturen maximal 2, 3, 24 Grad und das auch nur für wenige Wochen. Da kann ich jedem Koi-Liebhaber jetzt nur versprechen, ich kann ihm garantieren, unter diesen ungeheizten Bedingungen, unter unseren klimatischen Verhältnissen, wird es für einen Koi schwierig, das in ihm schlummernde Wachstumspotenzial tatsächlich Realität werden zu lassen. Meine Erfahrung zeigt sogar, ein Fisch, den wir mit 50 cm in unbeheizte Teiche setzen und ihn einfach über die Jahre so hindümmeln lassen und wenn er 90 cm Wachstumspotenzial hat, der wird nur schwerlich über 70, 75 cm hinauswachsen. Muss ich Ihnen sagen, das ist leider so. Und drum schreibe ich auch häufig in den Updates und erwähne es in den Beschreibungstexten für die Fische, wenn die Koi für Wachstum optimalen Bedingungen gehalten werden. Weil das ist einfach so, Konishi sagt, Fische, Koi haben bei 27 Grad ihr Wachstumsoptimum und die Oberflächentemperatur in den japanischen Naturteilen, die 27 Grad, die erreichen die, oder die haben die für 2-3 Monate. Und das ist natürlich gigantisch, dann rast der Stoffwechsel und dann kann man von den Fischen einfach die Länge erreichen. Also Sie verstehen meine Antwort, Andreas. Wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, die Genetik jederzeit wieder in Schwung zu setzen, das genetische Potenzial wieder zu beschleunigen und sagen, wir holen es raus, aber
man braucht am Ende, um das tatsächliche Potenzial zu erreichen, brauchen wir die Temperatur. Ich erinnere auch nochmal, ich habe es im Modern Koi-Blog auch schon mal erwähnt, ein Koi, ein Kohaku, der bei einem unserer Kunden, der seine Fische top hält, aber jetzt im Sommer nicht unbedingt heizt und der auch damals ein normales Futter gefüttert hatte, ein Kohaku, der da knapp 65 cm hatte, der aber ein Potenzial auf über 80 cm hatte, kam zu Chris Vitoris und hat die knapp 80 cm binnen eines halben Jahres geschafft. Also das war jetzt ein klassisches Beispiel. Und nachdem wir Black Label, unser Premium-Futter, auf den Markt gebracht haben, haben wir von sehr vielen Kunden die Info bekommen, ey, Kamera, das, was unsere Fische über 5-6 Jahre nicht geschafft haben, haben die auf einen Schlag jetzt realisiert. Und das hat uns gefreut und bestätigt im Prinzip auch die Geschichte. Auf der anderen Seite, und das sei an dieser Stelle, ich habe mich schon wieder gekratzt, auf der anderen Seite, und das sei an der Stelle auch mal erwähnt, ist, wenn Sie aber einen Fisch mit einem extrem guten Wachstumspotenzial auf extrem kleinem Raum halten und ihn da gut füttern, nicht auf Erhaltung, sondern auf Wachstum, dann wird es unweigerlich zu Missbildungen führen. Missbildungen in der Form, die Fische wachsen plötzlich in die Höhe, die Fische werden gerne krumm, ja, und die Fische sind irgendwann wirklich nicht mehr schön anzuschauen. Also auf kleinem Raum, wenn man die Fische hält, sollte man unbedingt hergehen und sollte sie nur auf Erhaltungsbedarf füttern, sodass sie nicht wachsen. Das geht über viele, viele Jahre. Ich habe sogar einmal bei einem deutschen Professor an der Uni Hohenheim, habe ich so große Karpfen gesehen, wo er Stein und Bein schwört, die seien über 30 Jahre alt. Er hat eine Arbeit Aging of Carps geschrieben und das war eindrucksvoll. Und da hat er so den einen oder anderen Trick verraten, den man dabei beachten muss, dass das geht. Aber das funktioniert und ich war überrascht. Und es war mein Co-Autor Horst Kaiser damals dabei, vielmehr, er hat mich damit hingebracht. Es war gigantisch mit anzusehen, welche junge, glänzende, schöne Haut diese Karpfen hatten. Also das hat nichts mit Tierquälerei zu tun. Aber das sollte man bedenken. Ich habe schon viele Koi gesehen, die in einem Aquarium auf diese Größe gewachsen sind und die sind dann in der Regel nur noch hässlich. So, Andreas, ich hoffe, die Frage beantwortet zu haben und heizen Sie ein bisschen. Übrigens, ich habe zu Hause mehrere Teiche ähnlicher Größe. Einer davon liegt im vollen Schatten, die anderen beiden in der prallen Sonne. Der im Schatten liegt, hat derzeit 3 Grad weniger als die beiden, die in der Sonne sind. Das auch mal nur erwähnt. Und die sind alle ungeheizt, ist wichtig zu wissen. Und das nur mal so in Ergänzung an das, was wir schon öfters gesagt haben, ob man mit Schatten versuchen sollte, die Algenplage zu bekämpfen. Nein, das ist nicht das probate Mittel. Das nimmt die Temperatur und Koi sind verdammt geil auf warmes Wasser. Das kann ich Ihnen versprechen. Wenn Sie eine Luftwärmepumpe anschaffen wollen, schauen Sie sich nicht nur für den Winter an, sondern denken Sie auch an den Sommer. Da haben die Dinger, den höchsten Wirkungsgrad. Da kriegen Sie mit dem, was Sie an Energie reinstecken, am meisten raus. Und dann können Sie mit einem kW, keine Ahnung, 8, 9, 10 kW zurückbekommen. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, ich habe das einfach mal ins Unsaubere gezeichnet. Aber dann können Sie mit wenig Geld Ihren Teich sehr gut heizen. Und das, was Sie dann an Wachstum haben, ist mit Sicherheit mehr wert als das, was Sie an Energie investieren. Auch mal ein Gedanke in diesem Sinne.